So, der Kader ist komplett. Wir heißen Peter Schramm. Ganz herzlich willkommen in Konstanz. Hallo Peter. Hallo, freut mich, danke. Bei dir, du hast ja auch schon eine Vergangenheit bei der HSG. Fühlt sich das so ein bisschen an, als ob sich der Kreis jetzt schließt? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ich war ja mit 17, habe ich hier schon mal gespielt bei der HSG in der Regionalliga und ja, bin jetzt froh, dass ich jetzt hier bin. Wie ist es dazu gekommen? Was sind deine Gründe, dass wir dich hier bei der HSG begrüßen dürfen? Ja, erstmal ist einfach die Herausforderung extrem schön, mal wieder mal zweite Bundesliga zu spielen. Fadi Winterthur hat mich sozusagen gehen lassen und wir haben uns recht schnell einigen können, die HSG und ich, und deswegen bin ich jetzt hier. Und was dürfen wir dann erwarten? Du wurdest uns angekündigt von Markus Juth als Aggressive Leader, also was erwartet uns? Ja, ich versuche natürlich die Aggression mit ins Spiel reinzubringen, vor allem in der Abwehr, Emotionen. Ja. Kannst du uns schon sagen, was deine Ziele sind? Was hast du dir vorgenommen? Ja, erstmal mal ankommen bei der HSG. Vom Team kenne ich die früher da waren, ist eigentlich niemand mehr übrig, so von den Spielern. Den Markus kenne ich sehr gut, Dangers, der jetzt neu hergewechselt hat, ins Team zu finden. Und dann ist für mich ganz klar, der Klassenerhalt ist das Ziel. Man sieht es dir ja schon an, du hast die Zeit, glaube ich, gut genutzt. Es ist gerade eine komische Zeit. Jeder muss sich ein bisschen individuell fit halten. Aber eben, wie nutzt du gerade die Zeit? Wie hältst du dich fit? An was arbeitest du? Ja, momentan gehe ich ja zweimal die Woche joggen mit meiner Frau. Jetzt nicht gerade das schnellste Tempo, aber ganz gemütlich. Und gehe dreimal die Woche noch ins Fitnessstudio. Ja, die Schänzelhölle, auf die freuen wir uns alle wieder. Was weißt du über die HSG-Fans? Ja, sie sind ein bisschen verrückt, aber sie sind sehr impulsives Publikum. Ich war mal beim Spiel da gegen Aue, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich freue mich dann, wenn es wann auch immer dann wieder losgeht. Ja. Hoffentlich bald im Herbst, und ja, bis dahin gebühren dir die letzten Worte. Du darfst nochmal die Fans grüßen. Ja, liebe HSG-Fans, ich freue mich jetzt endlich ein Teil zu sein bei der HSG, Konstanz zu sein, und ich freue mich einfach, dass es bald losgeht. Wir freuen uns auf dich. Danke.